Hi und herzlich willkommen zum achten Tag auf der IAE 2953. Heute stellt MISC, ausgeschrieben steht das für Musashi Industrial and Space Concern, seine Schiffe vor, zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Mirai, die für den Rennsportsektor tätig ist. Und hinter mir seht ihr schon die voll und komplett aufgefaltete MISC Hull C, ein Frachter der Superlative mit riesigen freiliegenden Frachtpads. Den werden wir uns heute auch von innen anschauen und ich würde sagen, legen wir mal los. Denn dieses Modell, vor dem ich hier knie, steht in Wirklichkeit nämlich direkt gegenüber der richtigen Hull C, die heute hier auf der Messe vertreten ist. Und ihr seht schon, das ist ein gewaltig großes Schiff und ich würde mal sagen, das sehen wir uns von innen an. Über den Lift geht es jetzt nach oben ins Innere des Schiffes. Und da sind wir auch schon angekommen. Das ist der Hauptkorridor. Wir haben hier auf der linken Seite auch die Dockingluke zum Einstieg. Daneben Schränke für Raumanzüge. Und auf der linken Seite nochmal ein Blick in den Hauptkorridor und eine kleine Lagerbox, wo wir etwas einlagern können, was gesondert abgeschirmt werden muss. Hier durch die Tür kommen wir jetzt in den Hauptkorridor. Da geht es einmal nach hinten zu den Frachtspindeln, das sehen wir uns auch an, und einmal direkt nach vorne auf die Brücke. Die ist recht einfach eingerichtet und besteht aus einem Kapitänssessel, einem Piloten und einem Co-Pilotensessel und einem wunderbar schönen Rundumblick. Verlassen wir das Cockpit wieder nach hinten. Dann haben wir hier einmal auf der linken Seite eine Leiter, die uns nach oben in den Wohnbereich führt. Oben angekommen haben wir dann hier direkt Zugriff auf die Steuerung für den Traktorstrahl. Und im hinteren Bereich kommen wir dann zum Wohnquartier. Da haben wir einmal eine voll eingerichtete Küchenzeile mit Anrichte, eine Sitzgelegenheit, wo man dann auch essen kann. Vier Betten, einen Lagerraum und durch den Lagerraum hindurch kommen wir dann auch zum Duschraum. Wieder unten angekommen gehen wir jetzt den Hauptkorridor nach hinten. Da haben wir linker Hand einen Raum mit den Notausstiegskapseln. Und wenn wir noch weiter nach hinten gehen, kommen wir dann schließlich zum Spindelkorridor. Hier außenrum sind die Frachtspindeln angebracht. Die werden dann ausgefahren, dann verlängert sich dieser Korridor nach hinten. Und wenn wir dann auf der anderen Seite angekommen sind, haben wir auch nochmal eine Luftschleuse, durch die wir letztlich in den Maschinenraum kommen. Da haben wir links und rechts jeweils die Generatoren und können weiter nach hinten und sind dann am an der Ingenieurskonsole, an der Technikerkonsole. Und dann haben wir hier einmal eine Leiter nach oben, aber auch einen Fahrstuhl zu Deck 2. Und das ist mal wieder einer der Fahrstühle, die offenkundig nicht funktionieren. Also werden wir nicht drum herum kommen, auf Deck 2 mit der Leiter zu klettern. Auf Deck 2 angekommen, haben wir dann hier nochmal Zugriff auf weitere Komponenten im Maschinenraum. Da haben wir auf der einen Seite die Quantenantriebe, auf der anderen Seite die Generatoren und dann letztendlich noch einen Zugang zu einer Notausstiegskapsel. Und da der Fahrstuhl immer noch kaputt ist, werden wir noch die zweite Leiter auf Deck 3 nehmen. Und auf Deck 3 angekommen, schließlich haben wir noch eine Tür, die führt uns aber nur in eine Luftschleuse mit einer Tür, die nach außen führt. Links und rechts der Hull C sehen wir hier schon die Starfarer. Wir haben hier einmal vor uns die Starfarer Gemini und auf der anderen Seite der Hull C das Standardmodell, die Starfarer. Das sind Tankschiffe. Der einzige Unterschied zwischen der Starfarer und der Starfarer Gemini ist die
Gemini ist nochmal etwas stärker bewaffnet, weil das Modell ist, das auch die Marine der Vereinigten Erde zur Betankung ihrer Schiffe einsetzt. Und wir sehen hier schon am hinteren Teil die riesigen Tanks, in denen der Treibstoff gespeichert wird. Das Schiff werden wir uns nicht von innen ansehen, denn es ist wie ein großes Labyrinth. Normalerweise wird hier eine Rampe ausgefahren, aber das scheint wohl heute nicht zu funktionieren. Das heißt, den Innenraum dieses Schiffes werden wir uns ersparen müssen. Mehr Glück haben wir hoffentlich bei der Hull A, dem kleinen Bruder der Hull C. Auch das ist ein Frachtschiff, was sich aufhalten kann und Spindeln hat. Die sehen wir auch hier hinten schon. Am Antriebsaggregat sind diese Platten eingepackt. Dieses Aggregat fährt dann einfach nach hinten und die Platten und die Spindeln fahren auf. Das Schiff hat den Vorteil gegenüber der Hull C, es kann auch im ausgefalteten Zustand landen. Nachteil ist, es trägt natürlich weniger Fracht als die Hull C. Schauen wir doch einfach mal rein. Der Innenraum ist recht großzügig. Da haben wir einmal hier links das Cockpit mit einem Sitz und im hinteren Teil des Schiffes haben wir einen Wohnbereich mit einer voll eingerichteten Küchenzeile inklusive Kühlschrank. Wir haben auf der rechten Seite ein Bett und wir haben eine doch ganz großzügige Nasszelle. Also das ist eher ein Schiff für den Alleinunternehmer, der Fracht transportieren will, ist das definitiv eine gute Option. Und auf der anderen Seite sehen wir dann die Misk Prospector. Das ist ein Bergbauschiff. Und zwar anders als die Mole, die wir gestern gesehen haben, keines für drei Personen, sondern für genau einen Piloten. Auch hier haben wir wieder Zugriff auf die Module. Wir haben links ein Bett, eine recht kleine, aber doch ausreichende Nasszelle und wir haben hier den Pilotensitz, auf dem man Platz nehmen kann und von hier aus kann man dann auch den Bergbaulaser steuern. Das wohl bekannteste Schiff im Star Citizen-Universum ist die Misk Freelancer. Die war schon sehr lange Zeit zu sehen. Viele Piloten schätzen die gerade in der Anfangszeit für ihre Frachtkapazität und ihre Vielseitigkeit. Wir haben da verschiedene Varianten. Auf der linken Seite vorne die Standardvariante der Freelancer. Auf dem Platz dahinter haben wir die Freelancer Dur. Das ist die Erkundungsvariante mit einem besseren Scanner, aber vor allem mit zusätzlichen Tanks für Treibstoff. Hier in der Mitte dann schließlich die Freelancer Max mit Fokus auf maximaler Frachtkapazität und dahinter in der Ecke die Freelancer Miss mit einer militärischen Ausrichtung. Und ich würde mal sagen, die Freelancer Max mit dem großen Frachtraum schauen wir uns einfach stellvertretend für die anderen Freelancer Modelle mal von innen an. Zutritt in die Freelancer haben wir immer von hinten über die Rampe oder aber an der Seite durch den Einstieg. Der ist ähnlich aufgebaut, wie wir es jetzt auch schon bei der Prospector gesehen haben. Durch diesen riesigen Frachtraum, in dem übrigens auch der Zutritt zum hinteren Geschützturm an der Decke ist, können wir jetzt nach vorne in den Zwischenraum gehen. Da haben wir den Dockingring, also hier kann angedockt werden, ist aber auch nur nutzbar ohne Gravitation, weil man sonst hier runterklatscht. Auch hier in diesem Bereich wäre noch Platz für Fracht. Und schlussendlich sind wir dann hier auf dem Hauptdeck. Da haben wir einmal eine Nasszelle, gegenüberliegend die sehr spartanische Küche, seitlichen Ausgang und links und rechts davon vier Betten. Und an den vier Betten vorbei, nach vorne kommen wir dann auf die Brücke, wo wir einen Pilotensitz haben, einen Co-Piloten und zwei Unterstützungssitze. In Halle 2 haben wir dann von Misk die Reliant-Klasse zu beiden Seiten und in der Mitte stellt die Tochterfirma Mirai ihre
neuen Furies vor. Fangen wir erstmal mit den Reliance an, weil die gibt es schon etwas länger. Da haben wir auf der rechten Seite ganz vorne die Reliant Tana mit einem militärischen Fokus. Dahinter sehen wir dann die Reliant Core, die ist als Frachter konzipiert. Und auf der anderen Seite haben wir die Reliant Zen. Das ist ein Forschungsschiff. Und ganz hinten in der Ecke die Reliant Marco. Das ist ein Schiff für Reporter, also für Nachrichtensender. Wir sehen hier von außen schon die komplett durchsichtige Pilotenkanzel. Also hier hat man nach allen Seiten gute Sicht. Was wichtig ist, ist, dass diese Flügel nach links und rechts der Reliant, die bleiben nicht in dieser Position, sondern die drehen sich im Flug nach oben und respektive nach unten. Das heißt, das Schiff fliegt quasi mit den Flügeln aufwärts und nicht seitwärts. Und schauen wir mal am Eingang, am Heck in die Zen hinein, sehen wir, wir haben hier hauptsächlich auf der rechten Seite Forschungsinstrumente und Stationen. Auf der linken Seite dann zwei sehr spartanische Betten und eine winzige Nasszelle, bevor wir dann durch den Durchgang in das Cockpit gelangen. Die Reliant Marco ist dann quasi genauso aufgebaut, außer dass auf der rechten Seite dann ein Rundfunkstudio eingerichtet ist, von dem aus man Beiträge bearbeiten und auch senden kann und entsprechende Technik und Server eingerichtet sind. Seit diesem Jahr neu gibt es eine Tochterfirma von MISC, die sich Mirai nennt. Das ist eine Ausgründung aus MISC, die hauptsächlich sich auf den Rennsport konzentriert. Da haben wir hier die Fury-Modelle. Die Fury LX wurde rein für den Rennsport gebaut. Das ist quasi eine kleine Maschine mit einem Pilotensitz vorne lang geflanscht und den sehr speziellen Antriebsaggregaten, die auf außerirdischer Technik, nämlich der Technik der Xian, beruht. Neben der Fury LX, die ausschließlich für den Rennsport konzipiert ist, gibt es auch noch zwei militärische Varianten der Fury. Da haben wir einmal das Basismodell der Fury mit einer Standardbewaffnung und die Fury MX, die ausschließlich mit Raketen bewaffnet ist und daher auch über ein ausfahrbares Explosionsschild verfügt. Das können wir uns mal von innen ansehen. Das ist quasi unser ganzes Cockpit. Wir haben hier eine Rundumsicht und wir haben hier oben einen Schalter für das Explosionsschild. Und das schließt sich dann quasi und hat hier einen Bildschirm, durch den man nach außen sehen kann. Trotz des Umstandes, dass Mirai auch militärische Versionen seiner Schiffe anbietet, bleibt der Hauptfokus doch immer noch auf dem Rennsport. Und das wird, glaube ich, nirgends deutlicher als beim Mirai Racer. Das ist ein reines Rennschiff, nur für den Rennsport konzipiert. Und man sieht schon die deutlichen Parallelen zu den Formel-1-Fahrzeugen. Das ist wirklich eins der schnellsten Schiffe für den Rennsport, die es im Universum gibt. Das gibt es auch nochmal als LX, das ist die Luxusvariante, und schließlich als EX, so eine Art militärische Nutzung ist hier möglich, weil das ist ein Schiff, das mit Tarnkappentechnologie ausgestattet ist. Das ist also auf dem Radar extrem schwierig aufzuspüren. Bei den Hologrammen stellt MISC heute die Odyssee vor. Die Odyssee ist ein Erkundungsraumschiff, das hauptsächlich dafür gedacht ist, sehr, sehr weite Strecken zurückzulegen und das tiefe Weltall zu erkunden. Außerdem vorgestellt wird die Expanse, eine mobile Raffinerie. Bisher muss man, wenn man mit einem Bergbauschiff unterwegs ist, immer zu einer Station mit Raffinerie zurückkehren, um die gesammelten Erze raffinieren zu lassen in die entsprechenden Materialien. Das wäre dann mit dieser mobilen Raffinerie auch unterwegs möglich. Und zu guter Letzt wird hier noch vorgestellt die riesige MISC Endeavour, die in diesem Zustand, wie sie hier gezeigt ist, eigentlich eine leere Hülle darstellt. Wir sehen hier an den Seiten ist ziemlich viel Platz. Hier werden dann verschiedene Module eingespannt. Dabei handelt es sich um ein Forschungsschiff, das heißt hier
gibt es verschiedene Module, mit denen verschiedene Aspekte des Universums erforscht werden können. Okay Leute, wir sind jetzt in unserer Carrick von gestern im Anflug auf Lorville auf dem Planeten Hursten. Und dort gibt es nämlich, betrieben von Wildstar Racing, eine Rennstrecke, die nennt sich Lorville Outskirts. Und Wildstar Racing hat dort ein Zeitfahren im Angebot, das ich angenommen habe. Und wir schauen uns mal an, ob wir da nicht eine Runde zu Ende bringen können und vielleicht auch noch eine gute Zeit aufstellen. Wir sehen uns gleich auf der Oberfläche. Bis dahin. So, wir sind bei Lorville Outskirts angekommen und wir werden mal schauen, ob wir die Carrick hier irgendwo in der Nähe landen können. Denn wir werden das Rennen sicher nicht mit der Carrick bestreiten. Tja Leute, wie ihr sehen könnt, habe ich mich in Rennfahrerkluft geworfen und dann wollen wir doch mal schauen, ob wir nicht eine Runde drehen können. Und da sind wir angekommen auf dem Technical Deck und da steht unser Schiff, die Misk Razor. Öffnen wir also den Hangar und gehen wir an Bord. Dort sehen wir unsere Carrick von außen. Und ich würde sagen, wir begeben uns zur Startlinie und schauen mal, was wir reißen können. Wünscht mir Glück. Das sind heute eher schlechte Bedingungen. Wir haben ein bisschen Sandstaub. Aber ich denke, noch ist es im Rahmen. Oh, das war knapp. Oh, passen wir da durch? Gerade so. Immerhin. Wir haben eine ganze Runde unbeschadet überstanden, haben 800 Credits dafür bekommen. Soweit ich weiß, ist das die Silberzeit gewesen. Jawohl. Immerhin. Für den ersten Versuch gar nicht mal schlecht. So Leute, das war's vom achten Tag der IAE 2953. Wir sehen uns morgen wieder zu RSI auf dem Showfloor.
Lasst mich unbedingt in den Kommentaren wissen, falls wir uns zum Finale nochmal eins der Schiffe etwas näher ansehen wollen. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kann man immer mal gebrauchen. Wir sehen uns morgen wieder und bis dahin einen guten Flug.